Hallo Leute, heute ist wieder ein bisschen Theorie angesagt und zwar geht es wieder mal um Fehler. Nicht nur um das, auch um Automatisierung. Es ist euch bestimmt mal aufgefallen, wenn ihr schreibt und ein Wort, das ihr schon oft geschrieben habt, steht plötzlich auf dem Blatt oder auf dem Bildschirm, ohne dass ihr wisst, wie es da hingekommen ist. Dadurch, dass ihr oft genug geschrieben habt, hat sich das in eurem Gehirn eingeprägt und wenn die Augen dieses Wort sehen, wird im Unterbewusstsein der Bewegungsablauf dafür abgerufen. Das ist so wie gehen, da muss man auch nicht drüber nachdenken. Und dem Bein sagen, du musst jetzt links vor, rechts vor, links vor. Ja, okay, im Gebirge vielleicht, da wäre es sinnvoll, dass man auch hinschaut, wo man hintritt. Aber normal beim Gehen braucht man nicht drüber nachdenken, das geht automatisiert. Und genauso auch beim Schreiben, aber natürlich nicht bei allen Wörtern. Großstadt, Baustelle oder Bundesfinanzministerium, das wird sich nie automatisieren. Wann schreibt er das? Vielleicht einmal im Leben, vielleicht nie. Es können sich also nur Wörter automatisieren, die ihr oft schreibt. So, und da können sich aber auch Fehler einschleichen, dass ihr das falsch programmiert. Das heißt, ihr schreibt statt die immer die. Das Blöde ist, heutzutage beim Computer merkt ihr das nicht einmal. Die soll geschrieben werden, die wird draus, aber der Computer macht aus die sofort wieder die, ohne dass ihr das merkt. Funktioniert auch bei wie. Anders ist es bei meine, mine. Ja, das wird nicht automatisch umgeändert. Da könnte der Computer eventuell hingehen und mine groß schreiben, macht aber auch nicht. Er macht einfach nur einen Kringel drunter. Deine, diene, meine, mine, das sind so Wörter, die werden dann nicht automatisch korrigiert, sondern nur mit Kringel unterlegt. Das soll euch beim Korrekturlesen schon mal darauf hinweisen, hier stimmt was nicht, schau mal nach, ist das wirklich so gemeint, wie es da steht. Wenn nicht, ändert es um. Gut, wenn ihr so einen Fehler bei euch bemerkt, dass ihr irgendein Wort falsch programmiert habt und es immer wieder falsch schreibt, ist Gehirnwäsche angesagt. Ist nicht damit getan, so wie im Computer, man markiert das Wort, schreibt einmal richtig drüber, Computer hat sich das gemerkt. Euer Gehirn reagiert da nicht so schnell drauf. Da müsst ihr regelrecht eine Gehirnwäsche machen. Dieses falsche Wort langsam, voll konzentriert, mehrere Zeilen lang, richtig schreiben, damit das im Kopf geändert wird. Sonst zieht ihr solche Fehler euer ganzes Leben lang mit sich. So, und jetzt geht es zum nächsten Lehrstück. Heute mit dem Komma auf der rechten Seite, Mittelfinger, und auf der linken Seite Buchstabe C in der Unterreihe. So, wie komme ich jetzt heraus? Ah, ich nehme wieder die Fernbedienung. Also linke Hand, Mittelfinger, der auf dem D sitzt, D, C, D, leer, D, C, D, leer. Geht es vom K ebenfalls rechts runter zum Komma. Beim Komma haben wir noch eine kleine Besonderheit, das ist ja nur ein ganz kleines Zeichen im Gegensatz zu den Buchstaben. Hier konzentriert sich der Druck vorne auf diesen kleinen Punkt. Und das war bei diesen mechanischen Schreibmaschinen immer ein Problem. Die Walzen, wo das Papier drum gespannt ist, die sahen später aus, als wären da nur Punkte und Kommas drauf geschrieben worden. Lauter kleine Löcher drin. Deshalb sollte man versuchen, diese Satzzeichen etwas leichter anzuschlagen. K, K, leer. K, K, leer. K, K, leer. Und jetzt die beiden abwechselnd im Takt. D, C, D, leer, K, K, leer. Auf geht's.